Hallo und herzlich willkommen bei Österreich forscht. Mein Name ist Alina und meine Kollegin Lisa und ich wollen euch heute unseren Blog vorstellen. Aber bevor wir losstarten, was ist überhaupt Österreich forscht? Österreich forscht ist die Citizen Science Plattform in Österreich und unser Ziel ist es, Citizen Science in Österreich stärker zu etablieren. Auf unserer Website citizen-science.at findet ihr Forschungsprojekte, die mit Bürgerinnenbeteiligung arbeiten, Hintergrundinformationen zu unserer Plattform und ihr könnt natürlich insgesamt auch besser und verstärkt in die Welt der Citizen Science in Österreich eintauchen. citizenscience.at beherbergt auch unseren Blog, auf dem ihr eine bunte Mischung an Beiträgen zum Thema Citizen Science findet. Dort berichten Forscherinnen und Forscher, aber auch die Citizen Scientists selber über Neuigkeiten aus ihrem Projekt oder informieren über aktuelle Events, an denen man teilnehmen kann. Wie bereits eingangs erwähnt, um diesen Blog geht es heute auch. Gemeinsam wollen meine Kollegin Lisa und ich euch Tipps geben, wie ihr eure Blogbeiträge auf Österreich forscht interaktiv und interessant, lebendig gestalten könnt. Und dann würde ich sagen, los geht's! Hallo, mein Name ist Lisa und in diesem ersten Teil wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie ihr eure Blogbeiträge lebendiger gestalten könnt. Um etwas verständlich zu formulieren, ist es immer wichtig, sich kurz und einfach auszudrücken. Die Struktur hilft den Leserinnen, sich im Text zurechtzufinden. Und im Gegensatz zu wissenschaftlichen Publikationen ist es bei einem Blogbeitrag sehr wichtig, dass ihr euch lebendig ausdrückt. Wir alle hören Geschichten gerne. Und wie ihr aus eurem Projektupdate eine Geschichte macht, dazu werde ich euch jetzt ein paar Tipps geben. Erstens, Fachbegriffe sind oft zu sperrig und nicht für jeden verständlich. Versucht sie also zu vermeiden. Wenn es aber dennoch notwendig ist, dass ihr Fachbegriffe verwendet, dann erklärt sie am Beginn des Textes, sodass alle Leserinnen am selben Stand sind. Zweitens, verwendet Verben im Aktiv. Das gibt eurem Text mehr Handlung und haucht ihm Leben ein. Drittens, vermeidet Substantivierungen, also das Verwenden von Adjektiven oder Verben als Nomen. Auch das gibt dem Text mehr Leben. Viertens, geht mit Adjektiven sparsam um. Oft sind sie für das Textverständnis gar nicht notwendig und blähen den Text nur unnötig auf. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass ihr gar keine Adjektive mehr verwenden dürft. Fünftens, Wortzitate sprechen direkt zu uns. Also baut vielleicht auch mal eine Wortmeldung in euren Beitrag ein. Lasst dazu einfach Citizen Scientists, eure Projektpartnerinnen oder Kollegen zu Wort kommen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, Fotos. Fotos sind natürlich ein sehr wichtiges Element für eure Beiträge. Zuallererst einmal sind sie ein Blickfang, aber was viel wichtiger ist, sie lockern den Text auf und sie sorgen auch für Abwechslung. Außerdem könnt ihr manchmal Dinge mit einem Foto einfach viel besser beschreiben, weil wir wissen alle, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Natürlich sind bei den Bildern aber ein paar Dinge zu beachten. Zum einen ist es wichtig, dass das Bild aussagekräftig ist, also dass es zu eurem Text dazu passt und idealerweise von euch selber aufgenommen ist. Besonders ansprechend sind dabei Gesichter und Emotionen. Da könnt ihr zum Beispiel Fotos von euren Citizen Scientists bei der Arbeit oder auch von euch und euren Kolleginnen verwenden. Zum anderen ist bei den Fotos natürlich auch zu beachten, dass sie eine hohe Qualität haben und dass sie zum Beispiel auch einen recht starken Kontrast haben und dass die Farben hervortreten, damit sie quasi den Leserinnen ein bisschen entgegenspringen. Vielleicht könnt ihr ja mal einen Fotowettbewerb unter euren Citizen Scientists veranstalten, dann habt ihr schönes Fotomaterial für eure zukünftigen Beiträge. Zu allerletzt, bitte vergesst nicht, die Bildrechte unter jedem Foto anzugeben, sonst könnt ihr sie für unseren Blog nicht verwenden. Tada! Im dritten Teil
wollen wir euch Tipps geben, wie ihr die Interaktion mit Menschen, die an Citizen Science interessiert sind, auf unserem Blog bei Österreich Forscht verstärken könnt. Ihr könnt sie in euren Beiträgen direkt nach ihren Erfahrungen fragen oder um Kommentare bitten. Je spezifischer ihr eine Frage stellt, umso eher werden sich eure Leser und Leserinnen auch angesprochen fühlen. Außerdem könnt ihr sie auch zum Liken von euren Beiträgen oder zum Abonnieren auffordern. Wenn jemand eure Beiträge abonniert hat, wird diese Person automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn ihr neue Beiträge auf unserem Blog veröffentlicht. Die Arbeit ist nach Veröffentlichung eures Beitrages auf Österreich Forscht noch nicht getan. Alina, hast du noch weitere Tipps für uns? Genau. Wir von Österreich Forscht teilen natürlich alle Artikel auf unseren Social Media Kanälen, also auf Facebook und Twitter in unserem Fall. Es wäre natürlich ganz großartig, wenn ihr das auch tun würdet und eure eigenen Beiträge bewerben würdet. Gleichzeitig könnt ihr aber zum Beispiel auch eure Blogbeiträge als Newsletter verschicken, um so eure Citizen Scientists und alle Interessierten von eurem Projekt auch abzudaten, was es denn Neues gibt. Falls euer Projekt sehr saisonal ist, dann ist natürlich die Nutzung unseres Blogs bzw. auch die Bewerbung per Newsletter oder Social Media eine super Möglichkeit, um mit euren Citizen Scientists in Kontakt zu bleiben und sie auch am Laufenden zu halten, wenn ihr zum Beispiel auch Auswertungen macht in den nicht aktiven Zeiten. Und natürlich, wenn ihr eure Blogbeiträge auch auf euren Social Media Kanälen teilt, dann könnt ihr auch dort zur Interaktion aufrufen, also liken, kommentieren, teilen und so weiter. Davon profitiert dann nämlich die gesamte Citizen Science Community in Österreich. Wenn ihr nicht sowieso schon euren eigenen Projektblog habt, dann findet ihr auf Österreich Forscht auch noch eine weitere Möglichkeit, den Blog zu nutzen. Lisa, bitte erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Auf unserem Blog von Österreich Forscht habt ihr die Möglichkeit, Teams zu bilden. So werden alle eure Blogbeiträge in diesem Team gesammelt und ihr könnt unseren Blog als euren persönlichen Projektblog verwenden. Wenn eure Citizen Scientists euer Team abonnieren, werden sie auch hier immer bei jeder neuen Veröffentlichung per E-Mail auf dem Laufenden gehalten. Gut, damit sind wir auch schon am Ende von unserem Video. Wir hoffen, es hat euch weitergeholfen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir freuen uns auf eure zukünftigen Blogbeiträge am Blog von Österreich Forscht. Baba. Tschüss!